Hallo und herzlich willkommen, liebe Kompaktzuschauer. Was Deutschland angeht, könnte man nicht fast schon einen Nihilisten bezeichnen. Also bis vor kurzem habe ich einfach gedacht, dass Deutschland verloren ist. Deswegen habe ich Deutschland auch schon vor einiger Zeit verlassen und ihn meine Steuern entzogen. Ich möchte die Bestie nicht so gerne füttern. Ich hoffe, Sie haben da Verständnis mit mir. Aber jetzt kommt Hoffnung aus Mallorca. Ich habe ja in einem meiner früheren Videos schon darüber berichtet, dass hier praktisch die konservative Partei gewonnen hat, die das Pendant zu der CDU ist, das ist die PP, aber die macht wirklich noch konservative Politik. Und auch die Vox, das ist die zweitstärkste Kraft, die kann man vergleichen mit der AfD, wird hier auch oft gerne rechtspopulistische Partei genannt und so weiter und so fort. Aber die Partei war so stark, dass jetzt sich die PP gezwungen gefühlt hat, einige Sachen auch von der Vox zu übernehmen. Und jetzt bitte die Taschentücher rausholen. Denn was die beide zusammen beschlossen haben, da können wir in Deutschland wirklich nur von träumen. Selbst einer dieser Punkte, und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Sachen, die da drin stehen im Parteiprogramm, sondern die sind beschlossene Sache. Die sollen jetzt umgesetzt werden. Also bitte Taschentücher bereitlegen. Es wird jetzt für Sie wirklich sehr, sehr hart, wenn Sie hören, was umgesetzt wird. Und vielleicht können wir in Deutschland hoffen, vielleicht ist das auch an die AfD-Funktionäre, die vielleicht dieses Video sehen, eine Anregung, was vielleicht die Deutschen erwarten könnten, wenn die AfD doch mal in Regierungsverantwortung bekommt. Also, schauen wir uns die Punkte mal an. Und hier geht es nur um Wirtschaft und Steuern. Wenn Sie weitere interessieren, kann ich gerne nochmal ein Folgevideo machen. Zunächst einmal wird die Einkommensteuer gesenkt. Es soll eine deutliche Reduktion geben bei dem Anteil der Abgaben. Insbesondere niedere und mittlere Einkommen sollen davon profitieren. Zudem gibt es zahlreiche neue Abschreibungsmöglichkeiten. Wann wurde in Deutschland das letzte Mal die Einkommensteuer gesenkt? Kann sich da irgendeiner noch dran erinnern? Gibt es hier noch irgendwelche 70, 80-jährige Leute? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Jetzt kommt's. Halten Sie sich fest. In den ersten 100 Tagen soll die Erbschaft und Schenkungssteuer abgeschafft werden. Ja, Sie haben richtig gehört. Abgeschafft. Nicht reduziert, so wie in Deutschland immer so, ja, da drehen wir mal hier an einem Prozentpünktchen und dann legen wir dann auf der anderen Seite wieder drei Pünktchen drauf. Nein, abgeschafft. Die Erbschaftssteuer, meine Damen und Herren, ist sowieso, finde ich, die absolut unfairste, räuberischste Steuer, die es überhaupt gibt. Das hart verdiente Geld, ja, was wir alles hart erwirtschaftet haben, was da dann noch übrig bleibt, das ist ja bei den meisten Leuten nicht viel. Und dann kauft man sich etwas und dann vererbt man dieses Haus an seine Kinder und dann sollen die Kinder dann erstmal schön nochmal Steuern darauf zahlen, was dann oft dazu führt, dass die Leute sich die Erbschaftssteuer gar nicht bezahlen können und dann das Haus verkaufen müssen. Das ist großartig, das hat irgendwie mit Steuern nichts mehr zu tun. Das, meine lieben Zuschauer, ist in meinen Augen einfach nur noch Raub. Es wird ja immer gerechtfertigt, dass es ja die Superreichen und Pipapo treffen würde, aber so wird ja jede Steuererhöhung gerechtfertigt, denn der Spitzensteuersatz, den kennen Sie und wann der greift, wissen Sie auch und der greift mittlerweile bei eigentlich fast allen, die einen vernünftigen, vollzeitigen Beruf ausüben. Ja, dann die progressive Reduktion und langfristige Abschaffung der Vermögensteuer. Ja, was ist die Vermögensteuer? Die gibt es hier schon. Die haben die sozialistische Regierung eingeführt. Die führt auch zu so schönen Dingen. Die greift ja auch schon ab einem Vermögenswert von, glaube ich, 500.000 Euro. Können Sie googeln, wenn es Sie genau interessiert. Auf jeden Fall habe ich das mal mir angeguckt. Das bedeutet, dass wenn man jetzt hier auf Mallorca sich eine Immobilie kauft, also da bekommen Sie fast gar nichts unter 500.000 Euro, dann sind Sie schon vermögend und dürfen dann nochmal jedes Jahr 1% vom Wert der Immobilie zahlen. Ja, das führt dann zu, können Sie sich ja ausrechnen, einer wundervollen, da können Sie eigentlich gleich auch zur Miete irgendwo wohnen, weil da zahlen Sie ungefähr das Gleiche. Abschaffung der Grunderwerbsteuer für den Kauf des Hauptwohnsitzes
für unter 30-Jährige und Behinderte bis zu einem Maximalbetrag von 350.000 Euro. Das ist schon ein Knaller, geht mir aber noch nicht weit genug. Natürlich, warum für unter 30-Jährige? Wer kann sich unter 30 bitte eine Immobilie leisten? Also ich nicht. Gibt es wahrscheinlich relativ wenige, aber es geht natürlich auch in die richtige Richtung. Es ist einfach auch das natürlich, wenn Eltern vielleicht ihren Kindern was vorvererben und die sich dann eine Immobilie kaufen. Wir haben ja hier in Spanien, wo ich eine Ferienwohnung habe, auch wirklich absolut großen Immobilienbesitz in der spanischen Hand. Das ist nicht wie Deutschland, ist ja eine Mieternation, sondern hier haben sehr, sehr viele wirklich auch Eigentum. Und dafür ist das natürlich auch eine gute Sache, dass der Staat da nicht immer wieder die Hände aufmacht, wenn einer sich mal eine Immobilie kauft oder sie weiterverkauft. Jetzt geht's weiter. Abschaffung der Beiträge für Selbstständige in ersten beiden Jahre ihrer Tätigkeit. Ja. Auch das ist einer der Hauptgründe, warum ich aus Deutschland geflohen bin. Wenn man da anfängt, Unternehmer zu werden, anstatt man Unterstützung kriegt vom Staat, würde man ja denken, denn da ist eine Person, die nimmt das unternehmerische Risiko auf sich, die möchte wirklich was bewegen in dem Land, die schafft sogar Arbeitsplätze. Wir haben mittlerweile weltweit 10 Mitarbeiter, aber alles natürlich nicht Deutsche, die nicht ins Deutsche, doch schon Deutsche, aber Leute, die auch aus Deutschland geflohen sind und ihre Steuern jetzt woanders zahlen. Tja, und das ist ein Resultat dieser Politik. Ja, das ist, habe ich mir nicht so ausgesucht. Ich wäre vielleicht auch gerne bei meiner Familie geblieben und bei meinen Freunden, sondern man fühlt sich da als Unternehmer ja fast dazu genötigt. Dieser nicht nur wirklich man die meiste seines Geldes weggenommen, dann wird man auch noch schikaniert und kriegt Drohbriefe vom Finanzamt. Überhaupt gar keine Unterstützung. Also danke, das mache ich nicht mit, liebe Leute. Ich bin raus und ich hoffe, viele Leute werden folgen und dann wird vielleicht die Politik irgendwann mal umdenken. Wenn es jetzt nicht bei der nächsten Bundestagswahl dann hoffentlich mal zu einem anderen Ergebnis kommt und sich dann was ändert. Das ist für mich meiner Meinung nach die einzige und letzte Chance für Deutschland. Man sieht ja, wie weit wir runtergewirtschaftet wurden jetzt in den letzten 3-4 Jahren. Was da an Schaden angerichtet wurde, das wird sehr, sehr schwierig auch für eine andere Politik, das wieder zu reparieren. Geht das noch ein paar Jahre so weiter, dann kann man Deutschland wirklich im Prinzip vergessen. Ja, es gibt auch noch ein paar interessante Sachen zur Migration und Flüchtlingspolitik auf den Balearen. Wenn Sie das interessiert, dann geben Sie dem Video gerne ein Like und schreiben Sie es mir in die Kommentare, kann ich ein extra Video drüber machen. Ich sage nur mal so viel, das, was die AfD fordert, was zu dem, was jetzt hier umgesetzt wird, ist dagegen Kindergeburtstag. Es ist wirklich echt ganz, ganz anderer Wind weht hier. Ja, schreiben Sie mir gerne, was Sie dazu sagen und ja, vielleicht ist ja auch für Sie eine Option nach Mallorca auszuwandern oder in ein anderes spanisches Land oder ein anderes. Ich kann es nur jedem empfehlen, denn man hat dadurch wirklich sehr, sehr viele Vorteile und zeigt auch da Flagge in Bezug auf Deutschland, zu sagen, ich mache den Zirkus nicht mehr mit, liebe Leute, unterstütze dieses System nicht auch noch mit meinem hart erwirtschafteten Geld. Aber ansonsten bleiben Sie stabil in Deutschland und wir sehen uns im nächsten Video. Ihr Maximilian.